So, ich habe da mal fix was zusammengezimmert. Und zwar so eine komische Klimaanlage, wie du da bei YouTube gesehen hast. Und du glaubst ja nicht, dass das irgendwas bringt. So, Garage ist eigentlich kühl. 22, 23 Grad Umgebungstemperatur hier vorne. Da ist der Fühler, die Fühlspitze von dem Gerät. Eine alte Styroporbox. Ein ausgebauter Scheißhausventilator aus irgendeinem alten Projekt. Habe ich nur so eine blöde Anschlussschnur dran gemacht mit einem Schnurschalter. Zwei 50er HT-Rohre Ausgang. Ich habe das so gemacht, dass man die so ein bisschen einstellen kann. Den einen habe ich jetzt mit dem Ausschnitt verstopft, damit der Luftstrom in dem hier ein bisschen höher ist. Dann kann man den, also dann pustet der aus dem ein bisschen mehr raus. Wenn du beide aufmachst, ist es ein bisschen gleichmäßiger. Kannst du halt im Zimmer verteilen. Innen drin habe ich halt eine Trennwand eingebaut und an Ermangelung von gefrorenen Wasserflaschen oder Dings habe ich einfach 5 Kühlakkus reingelegt. Der Zwischenboden hat unten 2 cm Luft ungefähr, damit halt die ganze Luft erst an den Akkus vorbei muss und dann gekühlt erst in die zweite Seite geht und dann hier oben durch die Rohre raus. So, ich habe selber noch nicht probiert. Das ist jetzt Jungfernfahrt. Hier oben müsste man vielleicht irgendwas zum Beschweren drauflegen, dass der Deckel immer wirklich fest aufliegt. Ich nehme mal das Messgerät zur Hand, dass man das sieht. Drapiere ich vielleicht mal hier. Oder so. Na, wie kann man es sehen? Am besten wahrscheinlich so. Ja, der Beton hat 21 Grad. Jetzt habe ich mal den Lüfter angemacht. Hier kommt richtig schön Luft raus. 22 Grad, sage ich ja, Außenansaugluft. Und jetzt halte ich mal den Fühler in den Abluftstrom. Ja, was soll ich sagen? Delta T 12, 13 Grad. 8 Grad. 8 Grad pendelt er sich ein jetzt. Und ich habe hier mein Bein davor. Das ist wirklich frisch, ne? 8 Grad. Und wenn ich den Schnösel jetzt wieder rausnehme. Dann braucht natürlich dieser NTC, also dieser Temperaturfühler da vorne drin, braucht ein bisschen, bis er sich wieder akklimatisiert hat. Aber ihr seht ja, es steigt. Ja, Prognose hier, die 5 Kühlakkus oder was über Nacht laden. Ich denke mal, bis die aufgebraucht sind, und man kann ja irgendwie alte Colaflaschen mit Wasser einfrieren oder was, dann kriegt man auf jeden Fall eine Laufzeit von 2, 3, vielleicht sogar 4 Stunden, je nachdem, wie gut diese Kühlbox hier isoliert. Ja, Viertelstunde Projekt, ne? Läuft.